So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Auch auf PvP auf dem GoMaD-Server. Ich sehe jetzt schon ein Team. Das ist schon mal nicht gut. Ich habe eben gerade schon eine Runde gespielt, auch gegen, beziehungsweise das, die haben sich aufgesplittet in dem Team im Finale. Ich war gegen zwei Spieler. Einer hat halt abgewartet, der andere hat gegen mich gekämpft. Der gegen mich gekämpft hat, war leider ein Angelspacko. Hat richtig gut gespielt. Ich hatte leider nur zwei Enderperlen. Das war dann leider mein Tod. Denn gegen zwei Leute mit nur zwei Enderperlen, beziehungsweise dann gegen einen Angelspacko, hat man keine Chance. Und ja, wir versuchen mal unser Bestes in dieser Runde. Ich sehe jetzt schon drei Leute in der Arena. Ne, er zieht sich zurück, okay. Na, der ist nicht so pralle, okay. Das war mal wieder mein Handy. Was ist los? Kommst du jetzt hierher oder? Shiva. Oh, das war fast mein Tod. Ja, nice. Okay, der ist doch gut. Nee, doch nicht gut. Doch, der war nicht schlecht. Der hat eine gute Range. Er hat nur leider Pech mit der Enderperle gehabt. First Blood in dieser Runde habe ich wieder mal. Nice. Ihr könnt gerne runterkommen da oben. Und nicht da oben euch schlagen. Oh, hallo. Technik-Halsi. Okay. Ja, ich bugge. Ich bugge. Ja, hier sind ein bisschen viele Leute. Ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Dieser Half-Step-Bug wird langsam echt nervig. Dass man ständig nicht fliegt, weil das wirkt echt so wie... Aber ich meine, das haben die Gegner auch ständig, dass die nicht fliegen. Ist jetzt nicht so, als wenn das nur unfair für mich ist. Also, dass ich den Vorteil habe, dass ich nicht fliege, sondern das hat halt jeder. Okay. Nice. Der ist runter. Der lebt aber auch noch. Dann halt nicht. Der Technik... Oh, Halsi ist weg. Hallo? Wo ist er hin? Man weiß es nicht. Okay. Der ist einfach mal verschwunden. Sind schon wieder welche gestorben? Ja, sind wirklich welche gestorben. Nice. Aber ich sehe keine. Hallo? Und gerade waren hier noch vier Leute in der Arena und jetzt ist plötzlich keiner mehr da. Was soll das denn? Ich habe mich jetzt auf so ein schönes Chaos. Ah. Wo seid ihr? Ihr. Achso, da. Hier. Du kannst eageln, heißt der. Und der andere hat sich jetzt wieder verpisst. Ich würde ja jetzt Arena schreiben, aber ich wollte gerade mal Z drücken. Er zieht sich zurück. Arena. Ich schreibe mal Arena. Vielleicht kommt er ja runter. Nee, schreibt der andere. Okay, Unlegit Kakashi. Okay, die Unlegit Heinis scheinen ein Feigling-Team zu sein, die nicht mal in die Arena kommen. Also, die meisten Teams, auf die ich letzte Zeit getroffen bin, die kommen wenigstens in die Arena und trauen sich dann auch da zu kämpfen. Die anscheinend wohl nicht. Gut. Aber hier kommt sowieso keiner, das heißt, wir gehen raus. Denn ich will hier nicht 10 Minuten rumstehen und warten. Das wäre nämlich doof. Technik-Halsi ist tot von Du kannst eageln, das ist überraschend. Denn ich habe ja Technik-Halsi auch fast tot gehabt. Oh, der erste Unlegit-Spieler ist tot, nice. Die können nicht mal was anscheinend. Sonst würden sie nicht teamen und dann noch verlieren. So, da vorne sind sie sogar alle. Na komm, Unlegit Kakashi, du wolltest nicht in die Arena, das heißt, ich gehe jetzt auf dich. Oh, okay. Ich bin fast tot. Wie kommt das? Uiuiuiui. Okay. Da schlagen drei Leute gerade auf mich ein. Das ist gerade mein Hauptproblem. Also wenn man so dazwischen kommt, dann ist man schon wieder voll am Arsch. Ich glaube, das ist ganz schlau. Oh, jetzt habe ich ihn sogar mit meiner Potion mit erwischt, glaube ich. Das war der Falsche. Ich wollte den Kakashi haben. Nicht den Igel. Nice! Ich wurde zurückgebackt. Okay.
Kann ich bitte oben landen? Danke. Holy fuck. Ich geh mal eben. Niau. Einmal umrundet und weiter geht's. Ich muss mich erstmal hochheilen, glaube ich, bevor ich hier mich groß einmische. Das war fast mein Tod gerade. Dadurch, dass ich zurückgebackt wurde, bin ich fast gestorben. Sowas ist dann sehr, sehr unschön. Ah, wieso bin ich der, der fliegt hier? Ich schlage auf alle ein, treffe gar keinen und bin der, der fliegt. So, wir versuchen nochmal wieder ihn zu umrunden. Das hat letztes Mal schon ganz gut geklappt. Oh, und schlagen ihn aus Versehen durch. Nur, ich habe keinen Speed mehr. Tschüss. Und da kommt er wieder. Ja gut, das überlebt er. Denn er flieht. Es leben noch 5 Leute. Wo sind die anderen? Ach da, guck mal, da ist diese Technik. Oh, hallo Elektro-HD. Ja, geh da ruhig hin. Ist mir egal. Ich geh mal auf diesen Techno-Menschen. Denn ich würde den gerne tot sehen. Denn der läuft weg. Leute, die weglaufen, haben es verdient zu sterben. Oh, hast du einen Lack. Geh mal in die Arena. Ich bring dich jetzt mal in die Arena. Komm, runter da. Oh, jetzt mischst du dich auch noch ein, oder was? Ja, genau. Weißt du, da hat man schon... Hat man schon Gegner? Weißt du, tschüss. Schade. Okay, der ist wieder da. Da kommst du nochmal hoch, ja. Ne? Fällst nochmal auf denselben Trick rein. Sogar dreimal. Ich stehe hier schön auf dem Half-Step und er verbraucht schön seine Enderperlen dafür. Komm, komm. Ah, oh, Gott sei Dank, der Unlegit Heini ist auch tot. Haha, hat er geschrieben. Nice. Das sind immer die fairsten Spieler, die Haha schreiben. Na, Technik-Requester. Ich gehe wieder unten lang. Aua. Gehen wir mal runter. Die scheint zu teamen. Teamt ihr? Ja, ihr teamt. Sehr schön. Ich habe ihn wohl gesehen. Den Elektro-HD, der steht da oben noch. Oder? Ich glaube ja. Also ich habe ihn zumindest da eben gerade noch stehen sehen. Ja, da steht er. Dös Paddel. Jetzt hat er auch gemerkt, dass ich ihn gesehen habe. Okay, er geht weg, dann gehen wir wieder hoch. War mir jetzt gerade nur, damit ich nicht zwischen zwei Leute gerate, die auch noch ein Team sein zu sein scheinen. Oh, nice. Jo, okay, backt einfach alle rum. Technik-Quester ist einfach mal oben im Haus drin. Muss ja wohl runter. Nice. Ach, jetzt wieder dasselbe Spielchen wie vorhin. Es scheint schon. Dieser Du kannst igeln, der scheint relativ gut zu sein. Aber es hilft ihm nichts. In einem Ménage à trois. Auf gut Deutsch ein Dreier. Aber... Ich treffe ihn einfach nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. What the fuck? Was hat der für eine Range? Ja, und jetzt ist der Technik-Requester sogar gestorben. Ja. Ich erstmal was. Ja, okay. Flieg einfach nicht. Der kommt mir nicht so ganz legit vor, muss ich sagen. Der fliegt ständig nicht. Also ich meine, ab und zu mal nicht fliegen ist ganz normal. In diesem Spielmodus inzwischen. Ah, jetzt fliegt er wieder.
Aber der hat auch eine Range bis zum geht nicht mehr. Ich würde ihn gerne zuerst tot haben. Boah, Leute. Aber meine Finger, schreibt er. Ja, der hat an oder so. Ja, ich würde gerne mal eben was essen. Push mich mal eben, danke. Der kommt mir nicht legit vor, muss ich gerade sagen. Teamt ihr? Nö, eigentlich nicht. Aber er kommt mir halt nicht legit fair, deswegen versuche ich gerade auf ihn zu gehen. Fuck, ich kriege ihn so nicht runter. Huch. Erstmal wieder was essen, dann weiter gucken. Oh, der hat gerade eine Speed Potion benutzt, okay. Irgendeiner von denen. Aber ich will ihn gerne loshaben. Danke, schreibt er, weil er gerade die Speed Potion abgekriegt hat. Der geht mir auf Eier, der Junge. Erstens spielt er nicht, so in meinen Augen, nicht so ganz legit. Und zweitens muss der alles kommentieren und schreibt dann auch Haha, wenn jemand GG schreibt. Also irgendwas hat er. Irgendwas läuft bei dem nicht so ganz richtig. Ich will ihn gerne weghaben, wirklich. Scheiße, das war eine schlechte Enderperle. Und er verfolgt mich auch noch. Na, ich will mich auch nicht so... nicht von hinten dann von Elektro-Dings töten lassen. Ja, okay. Da kommt gerade der Elektro wieder von hinten. Und ihr beide könnt euch mal gegenseitig töten. Boah, das ist schon wieder so eine Runde, wo ich befürchte, dass die wieder 20 Minuten geht. Weil die beiden echt gut sind. Und ich halt nicht. Und meine Rüstung ist fast tot. Ich werde mal einfach auf jeden schlagen. Dieser Elektro hat, dieser Du kannst Igeln hat einfach eine viel zu große Range für mich. Ja, genau. Und dann fliegt er wieder nicht. Ständig, wenn er in Gefahr ist, dann fliegt er nicht. Richtig komisch. Also, ich weiß nicht. Der kommt mir echt wie immer noch nicht legit vor. Nichts für ungut. Jetzt fliegt er. Und wirft einen Schneeball. Läuft bei ihm. Ja gut. Ich schreibe dir kein GG. Du hast vorhin Haha geschrieben. Also das Einzige, was ich dir schreiben könnte, wäre jetzt Haha. Wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung. Der war doch vorhin noch hier. Der hat sich ja irgendwo wieder hingeworfen und versucht jetzt zu recken, denke ich mal. Der wurde ja von dem, Du kannst Igeln runtergefeuert. Ich könnte mal hier oben gucken. Denn mein Spider-Sinn sagt mir, dass der hier oben ist. Nee, falsch gesagt. Wo ist der? Keine Ahnung. Was soll denn das? Ganze Runde kämpft er mit. Er kämpft er mit und jetzt verkämpft er sich oder was? Oh. Okay. Dann halt jetzt hier oben oder was? Wenn du hier oben den Todesfight haben möchtest, dann kämpfen wir halt hier oben. Hä? Erstmal was essen. Ich glaube, er könnte noch einen Goldapfel haben. Ich weiß es aber nicht. Nice. Aua, das war sehr, sehr schmerzhaft. Den trinke ich mal eben. Ich will da nicht wieder hoch. Da oben kämpfen wir doof. Okay, wir haben unsere Rec Potion verschwendet. Dadurch, dass ich viel rumgehüpft bin. Ich weiß nicht, wo er kämpfen möchte, aber ich kämpfe auf jeden Fall nicht da, wo er will. Er versucht auf geschlossenen Ebenen zu kämpfen. Okay. Dann versuchen wir ihn mal hierhin zu locken. Nice. Nice. Er ist wieder so ein Angelspacko. Gut, das werden wir mal versuchen auszunutzen. Denn er versucht die ganze Zeit nur die Angel zu nutzen.
Und wir versuchen einfach Taktik zu nutzen, Junge. Taktik! Das ist A und O. Ich glaube, er ist tot. GG. Das war Taktik, Junge. Ah, schön. Das war sehr schön, das Ende. Dadurch, dass er die ganze Zeit versucht hat, mit Angel auf uns einzuschlagen, konnte ich ihn wirklich gut locken, weil er dachte, ich wäre low im Leben. In dem Leben, ja, genau. Konnte ich ihn gut wirklich dahin locken und dann auch killen. Ich habe gerade richtige Frame-Einbrüche, was ist hier los? Eins, zwei, ich habe, glaube ich, nur drei Leute getötet diese Runde. Ja, schlecht. Richtig schlecht. Macht meine ganze Statistik kaputt. So, ich danke euch fürs Zusehen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.